Wir als Bündnis verurteilen die Konferenz, die hier vor uns in den Räumen des Maritimhotels stattfindet. Das erklärte Ziel dieser Konferenz ist es, den Handel zwischen Europa und Iran auch trotz der US-amerikanischen Sanktionen wieder in Gang zu bringen. Als Bündnis verurteilen wir die Versuche, die Beziehungen zu diesem menschenverachtenden, frauenfeindlichen, antisemitischen Regime zu normalisieren und es als akzeptablen Partner für Geschäftsbeziehungen darzustellen, aufs Schärfste. Die Islamische Republik Iran ist eben kein Staat wie jeder andere. Solange in Iran Geschlechterapartheid herrscht und die Todesstrafe Alltäglichkeit ist, solange Oppositionelle verfolgt und ermordet werden, solange das Regime den Nahen Osten destabilisiert und Terrorgruppen auf der ganzen Welt fördert, solange es den Holocaust leugnet und Israel mit Vernichtung droht, solange ist es verbrecherisch, seine Politik zu fördern, zu unterstützen und somit zu ermöglichen. Dass auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages, wie der ehemalige Gewerkschafter Klaus Ernst von der Partei Die Linke, an dieser Konferenz teilnehmen, ist ein Schlag ins Gesicht für alle emanzipatorischen Kräfte in Iran und im Exil, die sich unter größten Gefahren für ihr Leben mutig gegen das Regime stellen. Scheinbar endet das Recht auf Freiheit, auf ein gutes Leben, auf faire Löhne und soziale Gerechtigkeit, wie er es auf seiner Website fordert. Für Klaus Ernst an den deutschen Landesgrenzen. Dies ist nicht nur ein Verrat an seinen iranischen Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen, sondern auch an der Universalität der Menschenrechte insgesamt. Das deutsche Appeasement gegenüber dem iranischen Regime, die Hoffnung auf Wandel durch Handel, hat sich bereits vor Jahren als naives Wunschdenken, ja als Illusion erwiesen. Was war denn die Antwort des iranischen Regimes auf den Atomdeal von 2015 und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Zugeständnisse? Das Regime weitete seine extrem aggressive Außenpolitik noch aus. Es verstärkte seine Milizen in Syrien, es terrorisiert die gesamte Region, vom Irak und Jemen bis hin zur israelischen Grenze. Diese destabilisierende Außenpolitik wird mit jenen Milliarden finanziert, die dem iranischen Regime aufgrund des Atomabkommens zugeflossen sind. Das Hauptziel dieser Konferenz ist es nun, dem iranischen Regime durch den Handel mit europäischen Staaten noch weitere Milliarden für eben diese Zwecke zu verschaffen. Das lehnen wir strikt ab. Auch innenpolitisch kam es unter dem in Europa gerne verharmlosten Präsidenten Rouhani zu keinerlei Mäßigung. Stattdessen stieg die Anzahl der Hinrichtungen und die Repression gegen Frauenrechts- und Gewerkschaftsaktivistinnen wurde massiv verschärft. Die deutsche Antwort auf diesen innen- und außenpolitischen Terror ist immer die gleiche. Noch mehr Handel und noch mehr Dialog. Diese Politik jedoch macht das Regime nicht moderater, sondern bestärkt es in seinem aggressiven Kurs. Deshalb muss es endlich einen Kurswechsel geben. Wir fordern eine sofortige Wende in der deutschen und europäischen Iran-Politik. Wir fordern keine Geschäfte mit dem iranischen Regime, weder in Berlin noch anderswo. Die sofortige Wiedereinführung von Sanktionen und keinerlei Unterstützung für das iranische Regime und dafür jede Unterstützung für die demokratische und säkulare Opposition in Iran und im Exil. Vielen Dank.